Der Weg zum fünften WM-Titel wird nicht leicht für Joachim Löw und sein Team. Beim 1:1 gegen Spanien zeigte der Weltmeister, es gibt noch ordentlich Steigerungspotenzial. In jeder Hinsicht, Chancenverwertung, Passspiel, noch zielstrebiger zum Tor und auch zusammenarbeiten, das Umschalten muss auch besser werden, kriegen 3 oder 4 Konter, es geht nicht. Das Unentschieden war vielleicht verdient, aber trotzdem, man hat gesehen, dass wir auf Augenhöhe mit der Mannschaft sind und ich glaube, dass wir auf jeden Fall noch dann auch in den entscheidenden Spielen nochmal eine Stufe besser spielen können. Auf dem Weg zur Endrunde in Russland steht am Dienstag der nächste WM-Test an, gegen Rekordweltmeister Brasilien. Brasilien spielt ein bisschen anders, sie spielen nicht ganz so clever hinten raus. Spanien ist ja da schon sehr selbstsicher und sehr abgebrüht, aber in der Offensive hat Brasilien auch extrem starke Spieler, die vielleicht sogar direkter noch den Weg zum Tor suchen, im 1 gegen 1 vielleicht noch stärker sind und deswegen wird das auch ein hochinteressanter Klassiker. Mit einem Erfolg in Berlin könnte die deutsche Auswahl ihre Bestmarke einstellen. Mit dem 23. Spiel in Serie ohne Niederlage.